Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Risen 1. Und hier ist mir direkt wieder zu regnerisch. Ich leg mich mal direkt hin. So nämlich. Ich habe auch gerade eine halbe Stunde damit verbracht, mich zu wundern, warum ich keinen Ton habe im Spiel. Und hab's dann rausgefunden. Der Ton war einfach aus. Ich bin manchmal schon ein technisches Genie. Also da muss man nur sagen, da bin ich schon ziemlich krass. Das kann man schon so sagen. Eine andere Sache, die mir immer noch Sorgen macht, ist, ich habe immer noch keine Heiltränke. Ich weiß halt nicht, wie heftig der Osttempel wird. Ob ich da Heiltränke brauche oder vielleicht sogar noch einen Händler kriege, der mir Heiltränke gibt oder sowas. Das wäre unter Umständen alles im Bereich des Frosch im Hals. Hallo, ich muss gleich mal was trinken. Fred, mach du mal Tank. Das ist gute Teamarbeit gerade, das gefällt mir. Sag ich doch. So, warte mal, kurz einen Schluck trinken. Ich hab mal wieder leckeren Orangensaft gepresst. Heute richtig süß. Sieht in der Kamera ein bisschen aus wie Karottensaft. Ist aber Orangensaft. Weil ich versuche ja immer mich mehr hinzuarbeiten, gesünder zu leben. Und bisher klappt es auch richtig gut. Mein Körper findet das nur nicht so... Nee. Der denkt sich bei manchen Essen noch so, das sind ja gar keine Chips mit Lachgummis, was ist das? Aber es geht definitiv in die richtige Richtung. Okay, Fred, schaffst du das? Und dann machen wir uns mal auf zum Osttempel. Da geht's in den Sumpf rein, da weiß ich noch gar nicht, ob ich da jetzt schon rein will. Ah, wir machen Osttempel, heute Osttempel. Nicht ablenken lassen schon wieder von der hervorragenden Spielwelt. So, hier draußen ist scheinbar noch niemand. Weird, ich dachte eigentlich, dass da draußen schon ein Begrüßungskomitee rumsteht. Aber der Tempeleingang ist offen. Falls ihr euch erinnert, wir waren hier schon mal. Und da war noch zu. Hey du, pass auf, wo du hinrennst. Die Scheißruine hier ist saugefährlich. Was ist denn los? Die ganze Aktion hier ist eine einzige Katastrophe. Fincher sagte, geht mal eben zum Osttempel und plündert die Bude. Also sind wir aufgebrochen und hier rein in die Ruine. Und jetzt stehe ich hier schon eine Ewigkeit und keine Sau kommt wieder raus aus dem Ding. Wenn ich gewusst hätte, was mich hier erwartet, hätte ich mich bestimmt nicht freiwillig gemeldet. Wie viele Männer seid ihr? Wir waren zu sechs, drei Kämpfer und drei Schatzsucher. Einer der Schatzsucher ist vor lauter Blödheit in die Falltür da drüben gefallen. Ich sag noch, pass auf, du Idiot! Und schwupp, weg war er. Die anderen sind durch den Gang da hinten gelaufen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Wie genau lautet dein Auftrag? Ich soll hier den Eingang bewachen. Sagt wer? Danilo, mein Boss. Fincher, der Leibwächter des Don, hat Danilo befohlen, erst wieder ins Banditenlager zurückzukehren, wenn hier kein Krümel Gold mehr zu finden ist. Möchte mal wissen, wie er das schaffen will. Er kann doch noch nicht mal seine Leute zusammenhalten. Einer der Schatzsucher ist durch die Falltür gefallen. Ja, verdammt, genau so war's. Wenn du mir nicht glaubst, dann spring doch hinterher. Aber beschwer dich nicht, wenn du da nicht wieder also, rauskommst. Also, das war mein Plan. Und wenn deine Kollegen jetzt deine Hilfe brauchen? Ich soll genau hier Wache stehen und gewöhnlich tue ich, was man mir sagt. Ja, du bist ein wahrer Held. Wenn du Danilo siehst, dann sag ihm, er soll sich beeilen. Ich setz hier langsam Moos an. Ich werde Danilo ausrichten, dass du hier wieder raus willst. Moment. Wenn du ihm das so sagst, dann denkt er doch, dass ich Angst hätte. Nee, warte mal. Erzähl ihm einfach, dass hier oben alles nach Plan läuft, ja? Ja. Erstmal muss ich ihn finden. Gut. Mach das. Ich bin so lange hier oben. Natürlich. Was habt ihr bisher gefunden? Nicht viel. Ein bisschen Goldkram. Aber die Ruine hier geht tief in den Berg hinein. Weiß der Henker, was da unten noch auf uns wartet?
Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei dem Bau hier. Ach, wird schon schief gehen. Ja, ich schaue mir den Schlamassel mal genauer an. In Ordnung, aber sei vorsichtig. Diese Viecher, die hier aus allen Mauerlöchern kriechen, sind verflucht gefährlich. So schlimm wird's schon nicht sein. Ich muss mir ganz kurz die Nase schneuzen, ich werde das rausschneiden. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich auch eine relativ freie Nase. Ah! Das hätte man auch besser ausschildern können. Ich habe diese Falltür wirklich nicht gesehen. Wow, oh mein Gott, das ist peinlich. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Oh, okay. Dann sind wir jetzt offensichtlich hier unten. Was machst du hier so alleine? Ach, ich bin ein Idiot. Ich habe die Wand da oben wie ein Wahnsinniger mit meiner Spitzhacke bearbeitet. Ich bin dann dabei ausgerutscht und durch diese dämliche Falltür im Boden gefallen. Seitdem ja, das ist ja peinlich. Ich hier und warte darauf, dass mich jemand findet und mir wieder hier raushilft. Das ist ja wahnsinnig peinlich. Wie geht's deinen Drillingsbrüdern? Ich habe keine Ahnung. Sie sind mit den anderen tiefer in den Tempel gegangen. Ich habe ja schon viel gesehen. Aber dieser Tempel hier ist seltsam. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann nur hoffen, dass wir alle wieder heil hier herauskommen. Ich werde einen Ausgang finden. Tja, wirst du wohl müssen. Denn wenn nicht, bist du mit mir hier gefangen. Ich kann mir was Besseres vorstellen. Warum gehst du nicht selbst und suchst nach einem Ausgang? Ich bin Schatzsucher, kein Kämpfer. Als ich mich dem eingestürzten Gang da drüben näherte, hörte ich so seltsame Geräusche. Also nur wenn ich weiß, dass der Weg nach draußen führt, werde ich mich bewegen. Okay, ja, du könntest auch hier unten einfach verrotten, das ist auch okay. So, wo kommen wir denn da jetzt raus? Was wirft einem das Spiel jetzt für Gegner? Also was erwartet das Spiel, was... Nein, wir haben Fred vergessen! Wo ist denn mein Fred hin? Scheiße! Ich habe keinen Fred mehr. Was machen wir denn jetzt ohne Fred? Ich würde gerne wissen, wo der ist. Ob der noch oben ist? Vielleicht einfach nicht die Falltür runtergefallen oder so? Okay, aber das Spiel erwartet schon, dass man Ghule packt. Das ist schon mal gut zu wissen. Abgebrochen. Jawohl. Weißt du, alle Sachen falsch gemacht, die du falsch machen kannst. Nautilus-Verwandlung gibst du mir hier, Spiel. Aus irgendeinem Grund? Werde ich hier irgendwo Secrets finden mit Nautilus-Verwandlung? Ich werde mal genau diese... Oh, da, guck mal. Da ist was. Höchst verdächtig. Ja, wir könnten mal... Ich glaube, wir könnten da mal reingucken. Lasst uns da doch mal reingucken. Nautilus-Verwandlung. Hier. Ja, das hat's gebracht, würde ich sagen, oder? Okay, ich komme jetzt gerade ein bisschen verarscht vor. Aber okay. Wofür soll die Verwandlung genau gewesen sein? Ich verstehe es nicht ganz. Hier ist nirgendwo eine Öffnung. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Habt ihr es verstanden? Oh, Kraut. Für den Sumpfbauern. So lächerlich, wie ich mich immer noch über das Kraut freue. Au, 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 aua. Hui. Okay. Den Sumpf. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich den jetzt schon erkunden will. Oh, Obsidian vorkommen. Da können wir dann bald in den Nether. Mehr ist nicht zu holen. Oder war es der Peter?
meine, will ich jetzt einen Sumpf? Der ist relativ groß, der Sumpf. Vielleicht zumindest die Gegner erledigen, die auf dem Weg zum Ausgang liegen. Nicht, dass der Drilling da dann langläuft und dann verreckt. Die erwischen mich immer noch saublöd. Das ist hundertprozentig mein Fehler. Wo ist eigentlich der Ausgang? Jetzt habe ich mich verlaufen. Da vorne. Okay, das wäre alles. Wie gesagt, den Sumpf, irgendwie gerade fühle ich nicht, den zu erkunden. Vielleicht später, auch wenn ich mehr Heiltränke habe. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den Drilling noch. Und dann muss ich ja wahrscheinlich eh oben raus. So, wo war denn der Eingang? Eingang, wo bist du? Und ich hoffe, dass ich Fred nochmal finde. Wo ist Fred? Mein Lieblingsbegleiter bisher. Diese Sprunganimation ist immer noch so niedlich. Dieses Hüpf. Der Weg nach draußen ist offen. Ich danke dir. Ich hoffe, dass mir so ein Mist nie wieder passiert. Hier, nimm dies als Dank für deine Hilfe. Diese Büste habe ich hier unten gefunden. Sie ist aus einem goldähnlichen Material und hat am Sockel einige markante Einkerbungen. Sieht so aus, als wäre sie Teil eines Mechanismus. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Ich für meinen Teil mache heute erstmal Schluss. Erstmal Pause machen. In der Ruine. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Nee, du läufst mir zu langsam. Du läufst mir zu langsam. Gut, dann haben wir jetzt diese Büste. Das heißt, hier musste ich sowieso scheinbar runter. Und dann können wir die auch mal direkt einsetzen. Irgendwo bestimmt. Ich hoffe halt immer noch, dass ich jetzt irgendwie gleich eine Truhe mit Heiltränken finde. Oder vielleicht noch einen Typ, der mir Heiltränke gibt. Irgendwas so in die Richtung. Weil unterwegs kann ich ja... Ich meine, ich kann die hier schlürfen, aber... Das bringt halt so wenig und... Fühlt sich nach Verschwendung an. Ich kann mal noch diese schwache magische Heilung ein bisschen verwenden. Ups, das wollte ich nicht. Das war keine Absicht. Halt, falsch abgebogen. Da lang. Hier geht's lang. So, Fred. Bist du hier noch irgendwo? Ich glaube, er hat sich versteckt. Das ist nicht mehr, wo ist Waldo, sondern wo ist Fred. Ah, guck mal, da ist er ja. Hallo. Hey, wo kommst du denn jetzt auf einmal wieder her? Ich habe einen zweiten Ausgang gefunden. Was denn? Da unten in dem Loch? Das ist ja ein Ding. Was ist mit dem Schatzsucher? Ja, auch den habe ich gefunden. Na sowas. Du hast es echt drauf. Wenn du jetzt auch noch Danilo findest, wäre das eine echt tolle Sache. Ja, ja, ich arbeite dran. Aber mach schnell. Ich will wieder raus aus diesem Ding hier. Nervensäge. So, Fred, folgst du mir jetzt wieder? Du stehst so ein bisschen wie angewurzelt rum. Erstmal Obsidian schürfen. Ich weiß gar nicht mehr, konnte man sich damit Schwerter craften? Das so Obsidian-Schwert? Ich weiß gar nicht mehr, für was man das brauchte. Komm mit. So, Fred. Kurz mal speichern. Nicht, dass wir hier in einen fallengespickten Tempel reinkommen. Ah. Okay, Fred, was ist deine Meinung dazu? Das alles wirkt schon sehr sass hier, ne? Trau dem nicht. Ich hab das Gefühl, ich werde gleich erschlagen. Oh, guck mal, das sind sie doch. Da braucht er sich doch gar keine Sorgen machen. Halt! Wer da?
Es sieht ein bisschen aus wie ein Fable-Charakter mit dem Tattoo. Spiel dich nicht so auf. Ich bin gekommen, um euch den Arsch zu retten. Was denn? Du? Weißt du eigentlich, was hier los ist, Mann? Nicht nur, dass dieser Tempel völlig marode ist und jeden Moment droht einzustürzen. Überall lauert der Tod hier unten. Der Tod? Wo ist euer Anführer? Danilo habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Er ist mit diesem verrückten Schatzsucher da drüben in dem Gang verschwunden. Wollte nur mal eben sehen, was es da zu holen gibt. Aber weder er noch der Schatzsucher sind da je wieder rausgekommen. Wenn du mich fragst, sind die beide verreckt. Ich werde nach Danilo suchen. Du bleibst hier und hältst die Stellung. In Ordnung. Mich kriegen ohnehin keine 20 Mann weiter in diese Ruine rein. Nett. Komm ich da durch? Nee, der hältst du zu dick. Ah, das ist wieder einer der Drillinge, ne? Wie geht die Arbeit voran? Mühsam. Bin ganz alleine. Wie geht's deinem Bruder, Olf? Olf ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann das fühlen. Du musst ihm helfen. Er ist in großer Gefahr. Beruhige dich. Ich werde deinen Bruder Olf schon finden. Ja, finden wirst du ihn sicher. Aber wenn du dich nicht beeilst, ist er dann vielleicht schon tot. Was hast du bisher gefunden? Ein bisschen Goldkram. Zu viel, um zu sterben. Zu wenig, um zu leben. Das einzig Interessante ist dieser Altar dort drüben. Er scheint über einen komplizierten Mechanismus mit der Gittertür dort verbunden zu sein. Das ganze Ding ist mit einer Technik verarbeitet worden, die mir gänzlich unbekannt ist. Eins ist schon mal klar. Die Erbauer dieser Tempelanlage waren hochentwickelt. Ja, da wissen wir, glaube ich, was wir zu tun haben, oder? Wir haben ja so eine Büste bekommen. Mal gucken, ob die da drauf passt. Ich mag übrigens auch, dass man alles Mögliche drauflegen kann. Das ist irgendwie cool. Oh, ich brauche eine weitere Büste. Wie gemein. Oh. Okay, dann muss ich wahrscheinlich noch den anderen Schatzsucher finden. Das sollte ja kein Problem sein. Für Indiana Jones Nase. Hallo, ist hier jemand? Oh, wenn ich die Särge aufmache, ist doch bestimmt ein Skelett drin. Ich hätte mir die Warnung aus den Büchern ernster nehmen sollen in der Hafenstadt. Ihr auch? Ah, nee, hier darf ich ran. Schaut mal. Und wir kriegen als Lootbelohnung einen krassen Diamant. Komm schon. Dämonenklinge. Die kann ich nutzen. Ist die stärker? Ist die stärker als meine Axt? Gut, zwei Hände habe ich jetzt nicht geskillt. Moment. Dämonenklinge klingt verräterisch. Kann ich sogar nutzen. Ist aber tatsächlich nicht stärker. Sieht aber schick aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Heiltränke. Wenn man sich in dem Spiel über Heiltränke freut. In Gothic sind mir die schon völlig egal. Heiltränke, Schmeiltränke, sage ich da immer. Gut, was haben wir hier noch? Eine Obsidianablagerung. Oh, ein Edelstein. Ein Anti-Magie-Kristall. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so einen finden. Telekinese. Aha. Ich glaube, das Spiel will mir wieder irgendwas sagen. Gucken wir mal. Ich mag diese subtilen Hinweise so. Hier, kennst du? Oh shit, meine Fackel ist gerade ausgegangen. Schlechter Moment. Schlechter Moment. Ah, Fred, geh mal aus dem Weg. Er macht halt gar keinen Schaden gegen die Ghouls, ne? Der ist wirklich nur als Tank da. Oh, 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 oh. Wieso denn jetzt auf mich? Du blöder Ghoul, ich wollte gerade wegrennen. Ah, oh, die haben mich gerade voll fertig gemacht.
Wann habe ich zuletzt gespeichert? Ah, direkt davor. Perfekt. Perfekt. Speicher nah am Schlüssel. Oh yeah. Ja. Oh yeah. Okay. Ah, ich glaube, der ist sauer, weil ich seinen Bruder getötet habe. Ja. Hä? Ich. Ta. Was mache ich denn gerade? Das ist ja alles furchtbar, was ich hier gerade mache. Okay. Eieiei. So, ins Kampfsystem komme ich nicht so richtig rein, muss ich ehrlich sagen. Oh, Danilo ist tot. Und er hat eine Karte dabei. Hier, Regionalkarte. Okay, gut, die zu haben, glaube ich. Ich gehe erstmal, glaube ich, hier rein. Was haben wir in dem Sarkophag? Die nächste Büste und nochmal eine Nautilus-Verwandlung. Telekinese und Nautilus. Alles sehr verdächtig. Nutzt das hier mal. Vielleicht liegt hier irgendwo ein Gegenstand. Nee? Okay. Komm, Fred, wir gehen weiter. Such die ganze Zeit auch schon nach Öffnungen und Löcher, um wo die Nautilus-Verwandlung sinnvoll wäre, aber bisher. Vielleicht hier. Vielleicht hier. Lass mich mal ganz kurz noch hier gucken. Da ist nochmal eine Steinplatte. Den habe ich echt nicht gesehen. Oh, ja. Der war gut getarnt. Oh, ja. Oh, ja. Gut, dann machen wir mal den Hebel auf. Ich gehe davon aus, dass da drin der letzte der Schatzsucher ist. Aber hier ist auch nichts irgendwie für Nautilus. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ah, schau mal. Da ist er ja. Gott sei Dank, da ist er ja. Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du hast mir schon geholfen, mein Freund. Du hast dieses dämliche Gitter wieder geöffnet. Ich war mit Danilo hier in den Grabkammern dieses Tempels unterwegs, als uns plötzlich diese Biester überraschten. Ich bin wie ein Verrückter hier runtergeflohen und hab mich versteckt. Dummerweise habe ich dabei irgendeinen Mechanismus in Gang gesetzt, der dieses Scheißgitter hinter mir schloss. Aber dank dir komme ich hier wenigstens wieder lebend raus. Wie war das noch gleich? Bester Schatzsucher der Welt, ja. Oh, hat er nicht gesagt. Du kannst ja noch nicht mal auf dich selbst aufpassen. Ja, ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich habe mir den Job hier ganz anders vorgestellt. Wer hätte mit einer solchen Gegenwehr von Viechern gerechnet? Normalerweise findet man in solchen Ruinen höchstens mal ein paar Ratten. Doch in diesem Bau hier wimmelt es ja geradezu vor Viechern und Gefahren. Was hast du bisher gefunden? Nicht viel. Nur diese Büste hier. Sie scheint aus Gold oder einem ähnlichen Material zu sein. Warte mal, wir hatten doch schon... Hä? Gib mir die Büste. Haben wir noch eine Büste? Das Ding scheint dich ja sehr zu interessieren, was? Nun, wenn das so ist, dann 500 Goldmünzen. Du willst mich wohl verarschen, was? Erst rette ich dir das Leben und jetzt willst du mir noch den hier gefundenen Krempel verkaufen. Naja, was soll ich da noch sagen, ohne dass du mir gleich den Kopf abreißt? Keine Ahnung, wie wär's mit Danke, dass du mir geholfen hast. Und hier ist deine Belohnung. Ja, ja, schon gut. Hier hast du das Ding. Na also, das war ein bisschen frech. Schon ein bisschen frech. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Ich klick mal wild rum, vielleicht irgendwo ein versteckter Schalter? Nö. Okay, Regionalkarte nochmal gucken. Ja, sollten wir eigentlich alles haben. Beziehungsweise da hinten, was ist denn Momentemol? War ich da hinten? Oder ist das erst der Raum? Ne, das ist der Raum mit der Büste. Da konnte ich noch gar nicht rein.
Oder? Kurz nochmal orientieren. Ja. Alles gut, alles gut. Ey, ich hab deinen Bruder gerettet. Deinem Bruder Ulf geht's gut. Sehr gut. Und ich hatte schon gedacht, es sei zu spät. Gut gemacht. Wenn wir hier erstmal wieder raus sind, werde ich dich für deine Mühe belohnen. Oh, Belohnung. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier... die anderen Büsten überhaupt... Ah ja, guck mal, ich brauche eine dritte. Ah ja, okay. Schon wieder eine Nautilus-Verwandlung. Spiel! Spiel! Mach mich nicht fertig hier. Ah, wahrscheinlich hier, um da drüber zu kommen. Aber wir haben ja gelernt... Moment. Wenn man langsam läuft, dann töten einen die Stacheln nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das so intended ist oder ein Bug. Oh, ich glaube, Fred hat's erwischt, oder? Ja. Ah, ich hätte warten. Ich hätte ihm sagen sollen, er soll warten. Warte mal. Kann ich das? Ja, warte mal. Ich kann ihm bestimmt sagen, er soll warten. Dann kann ich ihn mitnehmen. Fred wird uns jetzt bis ans Ende des Spiels begleiten. Ich sag's euch. So, Fred, du lebst noch? Warte mal kurz hier. Warte hier. Ah, ich hab mich verdrückt. Ich hab die falsche Taste gedrückt zum Gehen. Ah, upsi. Da machst du nichts. Okay. Okay. Red. Sehr gut bisher. Sehr gut gewartet. Hebel drücken. Oder Ring ziehen, was auch immer. Komm mit. Und Fred immer noch dabei haben. Gutes Gefühl. Gutes Gefühl. Kurz mal die Wände hier absuchen. Nee, sonst ist hier nichts. Ich kann mich hier kaum dran erinnern, an diese Stelle hier. Das ist alles schon wieder 300 Jahre her gefühlt. Oh, will ich da runter? Wahrscheinlich, ne? Hallo? Ich verkaufe diese Lebensversicherungen. Okay, du schaffst es, Held. Ich glaube an dich. Cool. Absolut nicht belohnend. Na, Fred wird mir daher nicht folgen können, oder? Fred, du wartest hier. Warte hier. Diese Reise muss ich alleine gehen. Holy shit, wie tief geht's hier? Oh, doch, jetzt kann ich mich so dunkel erinnern. Stimmt. Es gab so komplett unterirdische Strukturen. Ja, oh mein Gott. Mit diesen super weirden Schränken hier. Schön alle Ringe abklappern. Oh, shit. Hier kommen, glaube ich, die ersten Echsenmenschen. Ne, hier sind Skelette. Ah, doch, da oben ist ein Echsenmensch. Ich sehe sie doch schon. Ich kann sie doch schon erspähen. Aber, liebe Leute, ich finde, das ist so ein schöner Cliffhanger. Hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, wie immer, bewerten, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.